Hallihallo und herzlich willkommen bei Alien Isolation. Ich bin der Baume und wir sind live mit Twitch dabei. Da unten sind sie, die Twitches. Genauso wie die letzten 11 Folgen. Ich sag's trotzdem immer wieder gerne. Sonja Sonnenschein? Hallöchen. Ein sehr positiver Name. Leute wie dich können wir hier gebrauchen. Oh Gott. Ich hab schon wieder... Wir sollen Medikamente suchen, richtig? Solange ihr hier rumliegt... Heißt das doch? Weil ihr seid ja wichtige Person. Euch wird das Alien ja jetzt nicht sofort fressen. Das heißt doch, dass ich hier rumrennen kann. Lumaka, herzlich willkommen in der bärtigen Runde. Mach's dir bequem. Lass dir was Flauschiges im Gesicht wachsen. Oder irgendwo anders. Falls du keinen Gesichtswuchs hast. Aber vielleicht hilft dir ein Beardslap. Wir sind eigentlich, müssen wir woanders hin, ne? Wir müssen doch bestimmt genau in die andere Richtung. Genau, das ist so ein Feature von mir. Ich renne mal erstmal genau in die falsche Richtung. Aber vielleicht liegt hier was rum, womit wir was anfangen können. Hier vielleicht eine Dose Pringles? Nein. Welche Schränke, die wir hier benutzen können? Nein. Irgendwelche Lüftungsschächte, durch die später ein Alien kommen könnte? Ja. Na, ganz toll. Das ist ja schon wieder super. Was ist das? Das sieht aus, als könnten wir da später mal rein. Strom wiederherstellen für die Tür. Aha. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo so ein Strompanel zum dran rumschrauben. Baume, hatte ich schon zu den 254 gratuliert? Ich glaube, wenn nicht, nehme ich deine... Ui, Trollin! Die Trollin ist aufgewacht. Vielen Dank für deinen Host. Ich weiß, dass du nicht geschlafen hast. Aber vielen lieben Dank. Ich mag die Hypnokröte. Was piepst denn hier immer? Mach mich jetzt... Fang nicht schon jetzt an, mich verrückt zu machen, du Kack-Bewegungsmelder. Ich will erstmal gucken, ob wir den Strom da oben wieder herstellen. Der knatscht ständig in meiner Hosentasche. Das ist zum Heulen. Ich will erstmal gucken, ob wir hier irgendwo... Was? Das ist bestimmt er da drüben, der sich hin und wieder mal ein bisschen bewegt. Ne? Du bewegst dich. Du bist das. Sag mir bitte, dass du das bist. Das Ding hat sowieso einen Schlag weg. Guck mal, wie das immer so kriselt und raschelt. Na okay, fängt ja schon mal super an. Apollo is watching us. Da ist ein Schrank. Was haben wir hier? Super, können wir uns wieder Medkits basteln. Gut, es geht also eindeutig in diese Richtung. Ich will auch noch schauen, ob der Revolver voll ist. Ja doch, 6 von 7, alles klar. Ah, schön. Oh, wartet, da kommt gleich noch jemand, oder? Nee, egal. Strom wiederherstellen. Da müssen wir bestimmt irgendwo wieder so ein Gerät haben, wo man so knacken muss. Und dreimal pumpen muss und dann Knopf drücken. Und ich nehm mir mal hier die Karte mit. Oh, okay. Wir haben Bewegung. Eine Komponente, subkutanes Blablabla, weißer Bastelkleber. Doch nicht. Was ist das für ein Geräusch? Eine Kamera? Da oben wieder. Okay. Oh ja, welches Formular muss ich denn ausfüllen, wenn ich ein Alien im Transit hatte? Oder Monster? Monster? Killer? Killer-Monster? Abgeschlossen. War da ein Mensch? Das war ein Mensch, oder? Können wir denen Hallo sagen? Was ist denn, wenn ich mich an die Scheibe stelle? Schießen die dann gleich? Oder kann ich denen Hallo sagen? Besser nicht, hä? Wir haben ja gelernt, wir dürfen niemanden trauen. Gucken die gerade zu uns rüber? Ich erkenne es ganz schlecht. Die haben gar kein Gesicht. Ich glaube, der sieht uns. Komm, da geben wir uns mal zu erkennen. Hallo? Hallo? Lasst ihr mich rein oder muss ich mir erst einen Plasmaschneider besorgen, wie es scheint? Hast du ein Gesicht? Zeig dich. Hallo? Du siehst nett aus. Komm mal her. Ich hab Süßes in meinem Transit. Formular A38, das finde ich doch jetzt nie. Apollo. Schön, dass auch du dabei bist in der Runde. Mir hat immer noch keiner erklärt, wie ich meine Taschenlampe nachlade. Oder lädt die automatisch. Oh, die Fenster gehen. Oh, schick.
Was? Ich wer sagt? Einen Arzt. Hallo? Hallo? Wer ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Wo kommt die Stimme her? Hallo? Hallo? Hängt jemand am... Kommen Sie hoch! Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Ja, genau. Ich hab gerade den Spruch mit den Süßigkeiten gebracht. Jetzt machst du mir den Fahrstuhl auf. Vergiss es, Alter. Du willst doch nur meine köstlichen Augen mit deinem Strohhalm auszutschen. Das werde ich dir nicht erlauben. Ich steig zu niemandem in den Fahrstuhl. Das ist richtig nicht an diesem gottverlassenen Ort. Ach, sag bloß, die Tür ist jetzt dicht. Mein Gerät ist unzureichend. Ein Alien im Transit? Das ist doch sicher wieder eins dieser Schweine. Ja, ja, nein. Oder? Ja, ich weiß nicht. Kann man das so... Ach, das ist alles sauber. Baume. Taschenlampe nachladen, müsste die Taste gedrückt halten. Also für Taschenlampe an, aus. Ah, okay. Ich probiere mal. Tatsache. Ist der Akku wieder voll. Danke, Snickers. Vielen Dank. Das ist gut. Das ist gut. Ich dachte, sie macht es irgendwann alleine, wenn wir lange genug keinen Strom mehr haben. So, ich schinde Zeit. Komm, wir haben ja keine andere Wahl, als zu unserem Gönner in den Fahrstuhl zu steigen. Haben wir da hinten nicht noch irgendwelches Zeug, was wir mitnehmen können? Können wir hier nicht drüber klettern? Scheint hier nicht gerade eh. Schrott. Oh, sehr gut. Ey, ich würde hier einfach mal über den Tresen hopsen. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist, aber immer wenn ich Leertaste drücke, nimmt sie lieber das Ding in die Hand. Hibbidi-ho. Setzen. Ein Fahrstuhl, in dem man sitzen kann, das ist auch geil. Wieso haben wir sowas nicht? Das ist wahrlich die Zukunft. Ein Fahrstuhl mit Sitzen. Die Vogelscheuche, der Hupenklauen. Ohne Mist, wenn ich mal einen Greenscreen habe, dann werde ich im Hintergrund so ein Video laufen lassen, wo alle Gruselviecher vorbeikommen, mit denen ich jemals ein Spiel hatte. Etwas Zahnstein und bekomme eine neue... Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Ihr redet bestimmt über Zahnärzte. Da müsste ich eigentlich auch mal wieder hin. Ich bin so ein Zahnarzt. Vergessen Sie die Tür. Die Marshalls haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Ah, da ist eine Flüstertüte an der Wand. Schön. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Schön, dass das hier so... Dass hier jeder Idiot den Lüftungsschacht benutzt. Das ist ja toll. Wollen wir nicht irgendwie wenigstens ein kleines Geheimnis draus machen? Nein, nein. Wir tröten es einmal quer durch den ganzen Raum. Nimm den Lüftungsschacht. Hier ist eh alles abgeriegelt. Der ganze Staub, der hier lang wedelt. Das ist mal eine Idee, Baume. Ne? Ne? Ich hab schon wieder ganz vergessen, welche Idee du meinst. Streamer-Gedächtnis, ne? Ist wie ein Sieb. Nee, gar nicht. Es ist einfach... Es ist einfach gar nicht. Welche Idee hatte ich denn? Aber ja, wenn sie von mir kommt, muss sie gut sein. Genauso wie ich heute die Idee hatte, mal keine Hose anzuziehen, aber mir eine Decke um die Beine zu wickeln und so zu tun, als wäre es ein Männerrock. Ist so. Ist sehr bequem. Oh, luftig. Lüftungsschacht. Wer ist der Typ? Ich finde das gar nicht okay, dass wir jetzt hier irgendeiner Stimme folgen, die nicht mal irgendwie... Weiß nicht. Was? Hier? E? Oh Gott, ist das Zeug schwierig zu sehen teilweise. Hier ist auch wieder was. Batterien. Jawohl, ja. Ich bin eigentlich immer sehr sparsam mit der Taschenlampe umgegangen, fällt mir gerade auf. Wir haben schon so viele Batterien gefunden, aber bis jetzt nur ein einziges Mal wechseln müssen. Oh, super. Oh, guck mal hier, super. So ein Lüftungsschacht. Da würde ich am liebsten hochklettern und auf Alienjagd gehen. Kit, Baume, Kit. Kit, Kit, Kit. Kit? Killed, killed. Alles klar. Das war die gute Idee. Was? Keine Sorge. Was? Was machst du? Ich muss doch wieder lauter machen. Was hat er gesagt? Was sagt unser Stalker? Ja. Ganz toll, ich fühle mich super wohl hier. Könnt ihr nicht irgendwie sowas wie eine Weihnachtsbeleuchtung hier aufhängen oder so? Ein Hof? Was ist denn ein Hof? Die Besuchszeiten sind von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Vielen Dank. 10 bis 13 und von 15 bis 19 Uhr. Oh, da sind wir 27 Minuten zu spät. Jetzt dürfen wir ihn nicht mehr besuchen gehen. Oh. Das ist ein klassischer Point of No Return, meine Freunde. Wir kommen nie wieder zurück.
Ist das die Krankenstation? Die sieht sehr geil aus. Auch wieder genau wie im Film. Finde ich geil. Ich habe den Timer vergessen zu starten, weil ich ein Dödel bin. Oh, dann machen wir mal 20 Minuten, hä? Dass ich immer den bekackten Timer vergesse. Naja. Ist ja auch schon fast sowas wie eine Regel, dass man das vergessen muss. Was haben wir denn hier alles? Schlüsselkarte benötigt. Na, das ist toll. Das ist immer noch besser als ein unzureichendes Gerät. Wer funkt denn da hinten? Das sieht ja komisch aus. Will da jemand Morsezeichen machen? Zu schade, dass ich die nicht lesen kann. Ach, David Hasselhoff, kurz der Hoff. Don't hassle the Hoff. Meine Guten. Ja, zip. Ich weiß, du guckst. Ich hör's piepen. Ich hör's. Warte. Habe ich gerade ein Speichergerät piepen gehört? Ich könnte auch mal auf die Karte schauen. Die haben wir ja gerade geladen, hä? Das klickert lustig vor sich hin. Keine Bewegungen, okay. Lass mich mal kurz auf die Karte schauen. Wir müssen hier hin. Gut, Speichergerät ist keins da. Keins auf der Karte. Okay. Es liegt schon mal besser bei uns. Ja. Ja, es lief halt... Ne, was? Was? Lief das besser, ja? Och, das ist doch alles super hier. Ich weiß ja nicht, was ihr meint. Das ist doch alles so, wie es sein soll, oder nicht? Ich krieg gerne durch... Ach, das Ding da klackert so laut. Puh. Rollstühle. Ey, voll Bock, mich in so einen Rollstuhl zu setzen und wieder Wheelies zu üben. Das war toll beim Zivildienst. Speichern wir mal eine Runde. Oh Gott. Ja, ja, danke. Ey, seit wann habe ich... Ich habe ja heute einen prächtigen Upload. Das ist ja wunderschön. Ist das unser Gönner? Ich bin Coolman. Ripley. Coolman. Ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja. Ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Los, schnell, entzünde das Bonfire. Ja, ja, was machen wir, wenn ich dann all meine Seelen verloren habe? Oh ja, Lüftungsschacht-Action. Ich habe voll Bock drauf. Ich will mich erstmal umschauen und nichts übersehen. Nicht, dass wir eine Blaupause übersehen. Wir hatten im letzten Bereich... eine Blaupause verpasst, leider. Es gab da noch einen kompletten Wohnbereich, den hatte ich beim Offscreen nochmal zocken dann gefunden und ich war überrascht, der war relativ groß. Gab aber echt nur eine Tür, durch die man hätte reinkommen können. Was bist denn du für ein Knopf? Eine Notausfallüberbrückung. Aha. Müssen wir überhaupt dahin? Nö. Eigentlich sollen wir ja durch den Lüftungsschacht. Ich gehe da trotzdem mal hin. Was soll's? Notausfallüberbrückung. Interessant. Ich schätze mal, die kann das Alien nicht benutzen. Wir werden noch sehen. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Puh, das klingt alles ganz nett. Viel zu gut, um wahr zu sein, ehrlich gesagt. Ja, das... Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo... Tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Und wer macht dann hier so einen Krach? Wer ist längst verschwunden? Was, was? Du hast geschrieben, solange er nicht in seinen Armbanduhr quatscht und Kit ruft? Soll ich nicht Looking for Freedom sehen? Oh, warum nicht? Warum nicht? Und ich habe ein tolles Auto. Nee, wenn ich ein Auto hätte, würde ich mir garantiert nicht so eins wie Kit suchen. Wer weiß, was das dann für Musik anmacht. Oh, was haben wir denn hier alles fein? Oh Gott, so viele Schaltkreise. Uah, die Empfindlichkeit hier ist unglaublich. Kamerafeed. Sprinkleranlage. Beleuchtung. Okay, die Beleuchtung ist überhaupt nicht an. Können wir auch nicht anmachen, solange die Kamera an ist, okay. Türzugriff ist an, das ist schon mal gut. Luftreinigung ist auch an. Ah. Türzugriff.
Ich würde das erstmal alles so lassen, ne? Okay. Türzugriff. Was ist denn das, was blinkt? Ach so, das ist das, was wir gerade ausgewählt haben. Ich würde das erstmal alles so lassen. Beleuchtung, Sprinkleranlage, ja, ja, huch. Ja, wir müssen mit Q raus, nicht mit Escape. Uiuiui. Mit Escape, mit Q ist eigentlich sogar noch bequemer. Was piept denn hier? Ohne Leuchtfackel. Was piept denn hier so? Die können wir nicht benutzen, ne? Nee. Ivy schreibt... Baume wird es zum Hopf, wenn er den 24-Stunden-Stream macht. Liegt er sicherlich auch am Boden und isst einen Burger. Baume, du geile Sau. Poseidon! Hallöchen! Wie geht's dir? Wir sind gerade in der Irrenanstalt, quasi, wo die Irren bereits alle geflüchtet sind. Also selbst die haben genug Verstand besessen, hier das Weite zu suchen. Oh, die Taschenlampe geht dann ja doch recht schnell leer, wenn man sie mal benutzt. Dann sollte ich vielleicht doch überall das Licht anschalten. Aber dann findet mich das Alien schneller. Aber noch ist es ja noch nicht einmal da. Dann mache ich mal die Kamera aus und die Beleuchtung an. Ja, das klingt voll nach einem Deal. Ach, das ist auch noch so eine schön schummrige Beleuchtung. So eine Kuschelbeleuchtung ist das hier. Oh, das ist ja toll. Das bringt mir ja gar nichts. Da kann ich auch die Kamera wieder einschalten. Ob der mir hilft über Funk? Ob der mir sagen kann, wo das Alien ist? Ob er es weglocken kann, wenn es denn dann kommt mit seinen tollen Kameras? Können wir uns hier drunter eigentlich verstecken? Ja, ausgezeichnet. Das ist toll, wenn hier überall solche Krankentragen rumstehen. Warum auch immer hier was piept. Das ist sehr seltsam. Hui, das wird ein Spaß. Hier sind noch ein paar Schränke. Irgendwelche Lüftungsschächte hier. Hier nicht. Okay. Immer einen Blick an die Decke geworfen halten. Keine Lüftungsschächte. Hier ist einer. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Wie, das ist der falsche Weg. Aber hier gibt's Zeug. Ich mag Zeug. Ich hole mir gerne Zeug. Ich guck auch mal den falschen Weg an. Ich gehe ehrlich gesagt lieber zuerst den falschen Weg, weil dann treffe ich das Alien nicht so schnell. Was ist denn das für eine Tür? Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie. Eine Verschwendung meines Talents. Hinter Ihnen wird die Ernte eingebracht. Wie fühlen Sie sich? Oh, das ist ein toller Raum. Ich will in dem Raum bleiben. Können wir zumachen? Hier fühle ich mich wohl. Ich will den ganzen Tag diese interessant geriffelten Wände anschauen. Und meine Finger dazwischen stecken. Huch! Wow! Wow! Delighto! Und den immer schön schaurigen Montagshorror. Oh, dankeschön! Dankeschön! Oh, das hilft wirklich! Das hilft! Das hilft! Das hilft! Das hilft! Wenn ihr der Meinung seid, dass es hilft, dass ich mir ein Pulsmesser hole, dann hilft es. Vielen lieben Dank. Schön. Schön, schön, schön. Tragische Fälle, wirklich. So weit weg vom Rhythmus der Erde. Ja, lass mal ein paar Herzchen springen. Untergang. Da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle, aber Morley hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Oh Gott, was erzählt er da? Was, Tür zu? Wie Tür zu? Tür zu? Die Tür, kann man die zumachen von innen? Nein. Vor Ihnen liegt ein dicker, warmer Raumanzug. Sie ziehen ihn an. Sie sind von der Welt abgeschottet. In Ihren Ohren nur der langsame, verlässliche Klang Ihrer eigenen Atemzüge. Probleme dringen nicht zu Ihnen durch. Sie sind allein. Sie sind sicher. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich allein. Da ist ein Alien in meinem Raumanzug. Hodensack! Hallöchen, Hodensack! Ich mag es immer wieder, dich zu grüßen. Das macht mir Freude. Es ist morgen. Die Sonne steht hoch am Himmel über ihnen. Bald wird sie untergehen. Es folgen Sonnenuntergang, Nacht, dann Sonnenaufgang. Der Kreislauf beginnt von neuem. Licht wird zu Dunkelheit. Nacht wird zu Tag. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich ziemlich müde, weil ich anscheinend die ganze Nacht auf dem Feld gestanden habe und den Sonnenuntergang zugeschaut habe, bis er wieder aufgeht. Das ist doch nicht gesund. Das macht man doch nicht. So, er hat uns doch gesagt, dass...
Hallo? Du da? Flip, flup. Zugangscode benötigt. Er hat uns doch gesagt, dass das der falsche Weg ist. Erinnere ich mich da richtig, oder was? Ich will noch die anderen Kabinen besuchen. Das gefällt mir sehr gut, dass hier so ein bisschen paar beruhigende Elemente eingebaut wurden. Ach, scheiße. Ich fand's gerade schön. Gib mir mal. Sie sitzen am Ufer eines Flusses. Ja, einer breiten Brücke. Ein Fluss aus Blut. Über ihnen die Vögel. Sie schnüren ihre Probleme in ein Bündel und lassen es vom Fluss hin forttragen. Sie sehen dem Bündel nach. Es verschwindet unter der Wasseroberfläche. Von ihnen getrennt. Wie fühlen sie sich? Oh, da ist noch ein Auge drin. Ich fühle mich ganz fies. Ganz fies fühle ich mich. Ich habe Sabber am Mund. Oh, dem hat so richtig schön das Gesicht eingedrungen. Oh, ich gucke auch noch hin. Das ist wie ein Autounfall. Ich kann nicht wegschauen. Was ist das für ein Raum? Der sieht toll aus. Ich will in den Raum mit dem Teppich. Der Teppich macht den Raum gemütlich. Was war denn das für ein Geräusch? Ja, Schiffe machen Geräusche. So Raumschiffe, die machen so Rumpelpump. Soll das ein verlockendes Angebot sein? Nein, danke, ich gehe erstmal in den grünen Raum. Jawohl! Jawohl! Jawohl, speichern! Dankeschön. Na, Augen im Kopf ist doch nichts Ungewöhnliches. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich sollte beunruhigt sein, wenn die Augen nicht mehr dort gewesen wären. Ist hier ein Lüftungsschacht? Bist du einer? Nein. Hier ist gar kein Lüftungsschacht. Das ist toll. Hier ist schon mal kein Lüftungsschacht. Das finde ich toll. Wir brauchen viel mehr Räume ohne Lüftungsschacht. So, und jetzt nicht nur nach oben gucken, sondern auch mal ein bisschen links und rechts. Irgendwelche Blaupausen. Irgendwelche. Ja, danke, liebe Tür. Ich werde dich gleich benutzen. Konnte man sich nicht irgendwelche Sachen zubereiten in solchen Geräten? War das mal nicht irgendwie ein Ding hier in dem Spiel? Oh, hier Schrott. Wir haben schon genug Schrott. Wieso haben wir schon genug Schrott? Was können wir denn mal bauen? Ich habe was Interessantes festgestellt. Und zwar können wir Bauteile bereits hier reinstecken. Zum Beispiel das Bindemittel, weil das ist ja jetzt voll. Wir müssen das Gerät aber noch nicht basteln. Somit haben wir es schon mal. Wir können gleich auf Basteln drücken, wenn wir es mal schnell brauchen. Aber wir haben uns noch nicht dafür entschieden. Wir können die später wieder dann doch nicht rausnehmen anscheinend. Scheiße. Ich dachte, man kann die auch wieder rausnehmen. Schade. Schade. Jetzt wollte ich hier weiß Gott was erklären. Leuchtfackel haben wir 6 Stück. Rauchgranate 2. Blendgranate 1. Eine EMP-Mine. Da fehlen uns Bauteile für. Fehlen uns Bauteile. Rauchgranate könnte vielleicht, aber haben wir schon genug. Dann baue ich mal noch 2 Medikits. Obwohl wir ja schon 2 haben. Gerät gebastelt. Schrott mitgenommen. Baume, ich muss ciao, Chat, Ivy, einen schönen Abend noch. Civil Art. Civil Art, was jetzt schon? Ist doch noch gar nichts passiert. Na gut, okay. Was auch immer du zu tun hast, ich wünsche dir viel Erfolg. Oder Glück, oder was man so, je nachdem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt habe ich hier das Ding in der Hand. Es liegt da, ist aber auch ein bisschen meine Schuld, dass hier nichts passiert ist, weil ich mir gerade sehr viel Zeit lasse und das ist Absicht. Aber wir werden jetzt mal noch eine Durchsage hören? Nein, wir gehen jetzt mal in so einen Schacht rein. Wo muss ich hin? Ich habe hier einmal eine Runde gedreht. Geradeaus ist gut. Wir gehen geradeaus. Finden Sie Morleys Büro. Das wird doch sicherlich das hier sein. Wobei, ich will auch mal in so einen Schacht schauen. Vielleicht sind da ja wieder irgendwelche Räume, wo Leute was gebunkert haben. Muss ins Karate. Ah, okay. Sag es ihm bitte. Was ist denn das? Ach, hier können wir. Das ist ein Einweglüftungsschacht. Hier können wir nur runter. Okay, hier geht's durch. Ja, dann viel Erfolg beim Karate. Viel Spaß. Ich sollte auch mal wieder mit Karate anfangen. Das war eigentlich sehr lustig. Okay, das ist also eine Abkürzung. Hier kommen wir aber ganz easy wieder zurück, wie es scheint. Und dann sind wir wieder hier vorne bei diesem Lüftungsschacht. Und da hinten scheint auch noch einer zu sein, der dann hierher führt. Gut, ganz gut. Genau. Diesen Korridor entlang.
Sag mal, von wo bin ich überhaupt gekommen? Das ist total verwirrend. Ist das das Büro? Nein, Tür verschlossen. Wir haben irgendeine Schlüsselkarte gefunden. Die wird ja wohl irgendeine Tür für uns öffnen, nicht wahr? Oh Gott. Sicherheitszugangsscanner. Hoi, hoi, hoi. Kein Signal, kein... Oh Gott, wie war denn das nochmal? Ah ja, genau, so funktioniert das. Was ist denn das für ein Ding? Ach, das hier. Das Gerät ist zureichend. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ein Sensor, geil. Die brauchen wir für unsere Granaten. Ein Skelett. Ich habe mich schon immer gefragt, wie halten die Schulterblätter eigentlich an den Rippen fest? Das geht doch gar nicht. Die müssten noch abfallen. Lauter Urinproben noch auf dem Tisch. Ist klar, ein paar Pokerchips. Der Mann gefällt mir. Wer auch immer hier. Ein Skelett. Zigarren! Cool. Und ein voller Aschenkübel. Was ist das hier? Schrank. Noch irgendwas übersehen? Blaupause? Nein. Irgendwas unterm Tisch, was man mitnehmen kann? Nein. Dann nehmen wir mal den Computer in Anschlag. Oh, Silvastolink. So viel Zeug. Medikamentenmangel. Okay. Dr. Lingard, wir benötigen hier Stimulanzen-Nachschub. Uns geht der Vorrat aus und noch dazu scheint Coolman das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Den Logs nach war er in dieser Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen, je näher die Stilllegung rückt. Können Sie mit Coolman reden, herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Ich glaube, Coolman hat ein kleines pharmazeutische Produkteproblem. Was haben wir hier? Fehler. Vorgang nicht gestattet. Okay. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkante. Der Coolman nervt. Finden Sie. Ja, Coolman ist in Ordnung. Baume, alle... Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Ich will erstmal noch in Ruhe lesen. Geht das Spiel... Das Spiel läuft ganz offensichtlich. Das Ding piepst ja, sobald ein Alien in die Nähe kommt, ne? Und haben wir hier einen Lüftungsschacht eigentlich? Ist das da einer? Nein. Gut. Dann müsste mein Gerät ja Alarm schlagen, sobald das Vieh hier irgendwo in der Nähe ist. Und da werde ich mal nicht in den Schrank gehen, sondern einfach unter den Tisch. Das bietet sich eigentlich an. Oh, kein Grund, gleich Panik zu schieben, nur weil hier irgendein Sicherheitsverstoß, Paragraph 58.9... C33. Zugriff nur für Führungspersonal. Quarantäneprotokoll San Cristobal Krankenstation aktiviert. Der Zutritt zum primären Pflegebereich ist ausschließlich Marshals und Führungspersonal gestattet. Universeller Zugangscode der Anlage 1702. Brauche ich den? Muss ich den aufschreiben? Chat, bitte Chat alle mal 1702 schreiben, das wäre schön. Und danach nicht so viel chatten, falls wir den noch brauchen. Systemscans zur Entdeckung möglicher Quarantäneverletzungen erfolgen alle 15 Minuten. Okay. Was haben wir hier noch? Sevastopol. Ein Vorposten des Fortschritts von Julian Jones. Julia. Egal. Beruhigte Anwohner. Kann ich hier scrollen? Ja. Das Recht, Waffen zu tragen, hat sich auch im Kolonialweltraum durchgesetzt. Alien, verwundbar und Licht. Allein verwundbar und Lichtjahre vom Gesetzesvollzug entfernt. Wer könnte den Reisenden schon die Möglichkeit verwehren, sich selbst und ihre Familie zu beschützen? Die Schattenseite dieses Arguments ist Sevastopol, wo sich Verbrecher mit Schusswaffen häufen. Verbrechen, meine ich doch. Na, und Verbrecher dann natürlich auch. Sie dreht sich in einer vergessenen Ecke des Weltraums im Kreis. Die Bewohner sind deprimiert und niedergeschlagen. Wer es sich leisten konnte, ist schon vor Jahren abgehauen. Freunde und Nachbarn bleiben zurück. Zwischen verlassenen Geschäften, rostigen Systemen und vergessenen Träumen wirtschaftlichen Aufschwungs im Weltraum. Die Bewohner Sevastopols fühlen sich getäuscht, angelockt vom Unternehmen und nicht wahrhaben wollen, dass die Weltraumblase kurz vorm Zerplatzen stand. Sie sind wütend, verzweifelt und zusehends gespalten. Das jüngste Vorgehen des Colonial Marshals gegen den Schwarzmarkt verstärkt die Feindseligkeit. Die Station scheint jeden Tag ein Stückchen näher an den Abgrund zu rücken. Und dann kam das Alien und unser Leid war zu Ende. Vielen Dank, da, 1702, vielen Dank, 0815, ja, meine Postleitzahl, genau, danke, auch die vergesse ich immer. 1305, jetzt aber 1312 ist ein bisschen lächerlich. Wir hatten das geschrieben, Hodensack.
Jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, Hodensäcke reißen sich nur zusammen, wenn es kalt wird. Audio, Fehler. Kann ich es trotzdem versuchen abzuspielen? Nee. Aber ich kann einen coolen Beat machen. Zubehör, gar keins. Ich will nicht vor die Tür gehen. Es wurde ein Sicherheitsverstoß registriert und ich glaube, damit bin nicht ich gemeint. Aber unser heißes Gerät hat nicht ein einziges Mal gebiepst. Und das heißt, hier hat sich auch nichts bewegt. Das heißt, ich kann ruhig weiterlaufen. Ich laufe einfach mal weiter. Muss ich lang? Geradeaus. Und warum geht's hier nicht durch? Gerät unzureichend. Natürlich. Komme ich jetzt hier rein? Nein. Was sagt mein Gerät? Weiter geradeaus. Runter, 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 runter. Hallöchen. Hallöchen. Na? Der Klabautermann. Hallo. Hallo, Klabautermann. Vielen Dank für dein Follow. Ich bleib erstmal eine Weile hier hocken und wir machen für YouTube einen Cut rein. Was schätzt ihr so, wie oft Baum stirbt? Gar nicht. Gar nicht mehr. Nur ein einziges Mal. Das wird ein fetter Herzinfarkt sein. Da ist es. Wo ist es denn hin? Dass das aber auch so einen Krach macht. Wieso ist es denn jetzt überhaupt hier? Hä? Wo läuft's denn? Ach, da drüben ist es. Wo muss ich überhaupt hin? Nach links. Ist es gerade durch die Tür gegangen? Okay, es kann also Türen benutzen. So viel dazu. Ja. Okay, gleich kommt sie um die Ecke. Ich bleib jetzt noch ein bisschen hier unten. Wir lassen es einfach vorbeilaufen. Mal gucken. Mal gucken, ob es mich sehen kann unter dem Bett. Wenn es frontal auf uns zukommt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, es sieht uns. Okay. Laut Film nimmt es nur Bewegungen wahr, Baume. Das stimmt nicht, der Reiko. Ich glaube, ich habe gerade das Gegenteil bewiesen. Baume versteckt sich unterm Bett vor Monstern. Ne, Schleichwerbung. Gut, okay. Dann würde ich sagen, die YouTuber kriegen hier eine kleine Zwangspause aufgedrückt. Die halbe Stunde ist, glaube ich, schon lange rum. Und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und wir wissen jetzt, okay, wenn wir hier die Längsseite des Betts haben und das Alien kommt so auf uns zu, dann kann es uns anscheinend sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.